Heute kommt ein kleines Video zwischen meinem Review vom iPhone 7. Das wird jetzt auch der Tage folgen. Ich habe jetzt alles wirklich getestet. Ihr könnt schon im Hintergrund hören, es läuft Musik. Heute mal ein ganz anderes Video für euch. Und zwar kommen jetzt so verschiedene Songs, Remix, Techno, wie auch immer, wie man es nennen tut. Mit kleinen Bass-Test-Reflexen und Tests von Boxen her, wie das klingt, wie sich das macht, wie sich das ganz anhört. Ich wohne in einer Mietwohnung, ich kann es nicht so laut machen, aber ich verspreche euch, man hört es. Wenn ihr dieses Video euch anschauen tut, zieht euch Kopfhörer an, dass man den Bass auch richtig hören tut, weil über das Smartphone oder andere Geräten kann man das halt nicht so deutlich wahrnehmen. Oder ihr habt ein 2.1 System, wo ein Bass dabei ist, könnt ihr es auch gerne hören, aber am besten mit Kopfhörer. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den Songs und bis gleich, euer Big Mike, ciao. Ja, nochmal Big Mike, und zwar will ich euch das gerne mal präsentieren. Wie läuft das System ab bei mir? Also ganz einfach und simpel, für jemanden, wie es versteht. Es gibt auch Leute, die verstehen das jetzt nicht so. Das Ganze läuft über Spotify, kennt ihr? Ja. Dann geht das Ganze über mein Mac, der ist jetzt momentan im Standby-Modus, wie man halt hier sehen kann. Ist im Standby mit meinem zweiten Bildschirm auch dazu. 4K, Technology. Dann haben wir hier diese Tastatur von Apple, da kann ich das Ganze korrigieren, laut und leise, vor und zurück. Und das Ganze läuft über WLAN, also das heißt hier in die Einstellungen rein. Dann mache ich das über AirPlay, dann geht das über mein WLAN mit meinem 5 GHz Netz. Dann über AirPlay raus, über diesen 3,5 Klinkenstecker und dann über meine Anlage. Und da hängt auch mein JBL. Den ES250PW dran, und dann sind noch andere Systeme wie so Standlautsprecher hier, wie man auch sehen kann, von Coda gibt es ja auch schon Videos, davon gibt es zwei, und hier hinten hängt auch noch ein Autosubwoofer hier oben, wie man auch sehen kann. Ich weiß, Autosubwoofer an die Decke, dies, das, ist nicht richtig, ich weiß, aber der hängt schon lange, das Ganze wird so umgebaut im Wohnzimmer, da wird ein geiles Heimkinosystem dran gemacht. Ich bin momentan noch am überlegen, wie ich das alles mache und deichsle, weil wir momentan auch die Wohnung gemacht bekommen vom Vermieter, und sobald das alles gemacht ist, lege ich auch los. Jetzt bin ich abgeschwiffen, ein bisschen von dem Thema, sorry. Ja, jetzt kommen verschiedene Remixe, Musik, Techno, alles dies und das. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe auch, dass ich mit der GEMA keine Probleme bekomme. Hört euch das an, Ganze. Viel Spaß. Und dann legen wir jetzt los. Dazu drehe ich mal kurz die Kamera. Und hier, dazu machen wir hier mal kurz lauter. Oder mal ein anderes Lied erstmal an. Thank you.
Und Sie bekommen die Geschenke. 25% auf alle Sonnenbrillen ohne Sehstärke und dazu eine Fassung Ihrer Wahl geschenkt. Atlas Paket Gold. Jetzt nur 800 Euro. Ja, wir haben jetzt kurz mal Werbung. Das ist aber normal. Das ist ja das Spotify. Ich habe leider keine Premium-Version. Aber ich habe eine Idee, wie ich das umgehen kann, auch wie mit dem Pokémon Go Spiel. Das werde ich euch auch nochmal zeigen, wie man sowas umgehen kann. Cheaten, Hacken, sonstiges. Da gibt es einen geilen Trick, auch für das Spotify, daher kurz wieder abgeschwiffen. Wir warten mal ganz kurz, bis die Werbung rum ist, und dann kommt das nächste Lied. Ich habe da mal eine Playlist erstellt. Und weil die Werbung will ich nicht hören, oder ihr möchtet es auch nicht hören, dazu einen kleinen Moment. In der Zeit nochmal zum iPhone 7. Wie gesagt, ich habe das ganze Woche im Test und habe das auch getestet. Wie gesagt, Stabilität habe ich das nicht getestet. Ist ja klar, jedes Handy wirkt da nicht so robust. Aber der Rest, wie die Akkulaufzeit, Display, dies, das, wie man das einsetzen tut im Alltag oder wie sich das schlagen tut im Alltag, ist getestet. Ich höre gerade, das nächste Lied läuft. Dann beam ich euch schon mal hier kurz rüber, beziehungsweise die Kamera schwenke ich hier rüber. Und dann legen wir gerade mal los mit dem nächsten Lied. Das Ganze ist auch nicht so laut, ihr seht es, also es ist noch genug Reserve da. Bass bekomme. Mal gucken, ob ich eins dabei habe. Das hört schon mal gut an. So, das war jetzt ein kurzer Einblick von so einem kleinen Soundcheck oder wie man es auch nennen tut. Aber ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ich hatte nochmal andere Videos mal reingemacht in YouTube mit meiner großen PA. Die habe ich ja nicht mehr, die besitze ich nicht mehr, weil das zu viel Aufwand und die war zu stark. Da hatte ich 18.000 Watt im Wohnzimmer, jetzt habe ich ein bisschen weniger. Es wird noch mehr aufgerüstet, im Kinobereich, und da wird eine Menge aufgerüstet. Ja, das war das Video, so ein spontanes Video von mir für euch. Das iPhone 7 wird es auch folgen, die Tage, habe ich letzte Woche schon erwähnt, aber jetzt die Tage kommt das Video endlich. Und
Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, das Ganze ist kostenlos. Und empfiehlt mich ruhig weiter an Freunden, die ist das. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Fragt ruhig, was ihr auf dem Herzen habt, von Technik, von dies, das. Wenn ich das beantworten kann, beantworte ich diese. Und wenn nicht, versuche ich es trotzdem zu beantworten. Das war das Video für heute. Noch ganz kurz für das Video. Ist hier noch genug Reserven da zum Lautmachen? Das war jetzt nur für Mac. Ich kann noch hier am Sub, der steht momentan auf halb, ich kann nur mal eine halbe Umdrehung geben. Und endstufemäßig kann ich noch viel mehr. Also ich bin ein Viertel erstmal, wie ich aufgedreht habe. Also ich kann noch gute 3/4 umdrehen. Also da ist noch Menge Reserve dazu. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert das Ganze ist kostenlos. Bis dann. Und wir sehen uns im nächsten Mal zum iPhone 7 Review. Bis dann. Ciao. Pssch.